Die Mundkiefer-Gesichtschirurgie ist ein extrem breit gefächertes Fach. Es beinhaltet die Behandlung von Lippenkiefer-Gaumenspalten, das Einsetzen von Implantaten, die Entfernung von Tumoren in der Mundhöhle und im Gesicht, die Behandlung von Entzündungen, die Wiederherstellung von Traumata-Patienten, die Behandlung von Unfällen, die Korrektur von Fehlbissen sowie die Durchführung von kosmetischen Eingriffen. Die Lippenkiefer-Gaumenspalte ist die zweithäufigste Fehlbildung bei Kindern. Sie tritt bei einem von 500 Neugeborenen auf. Dabei kommen Erblichkeit und unterschiedliche äußere Einflüsse als Ursache gleichermaßen in Frage. Es wird zwischen einer vollständigen oder unvollständigen sowie einer einseitigen oder beidseitigen Spalte unterschieden. Dieser kleine Patient, der knapp 4 Monate alte Anton, hat eine linksseitige Lippenkiefer-Gaumenspalte. In der ersten Operation ist es uns wichtig, dass der Spracherwerb gesichert werden kann, also dass die Funktion des Gaumensegels wiederhergestellt wird. Das machen wir, indem wir die Spalte komplett, am Anfang ist die Mundhöhle mit der Nase verbunden, keine Schranke dazwischen. Deswegen sprach man früher auch verächtlich von Wolfsrachen. Und wir versuchen dadurch, dass wir in der ersten Operation die Mundhöhle von der Nasenhöhle trennen, den Nasenboden und das Gaumendach zu verschließen. Im ersten Eingriff spielt die Ästhetik noch eine untergeordnete Rolle. In erster Linie gilt es, die Funktion wiederherzustellen, sodass das Kind ein unauffälliges Sprechen erlangt und das Gehör normal funktioniert. Deshalb kümmert sich ein Facharzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Ende des Eingriffs um die Ohren des Kindes, damit es die Umwelteindrücke gleich richtig wahrnimmt. Für das Kind ist das natürlich ein erheblicher operativer Eingriff. 2,5 Stunden bis 3 Stunden Operationszeit. Aber ich muss sagen, wir haben hier ein sehr gutes Anästhesie-Team. Das funktioniert reibungslos. Und in dem frühen Alter haben die Kinder auch noch nicht so einen erheblichen, oder sie bekommen das nicht so mit, wie erheblich doch der Eingriff ist. Auch ein Vorzug unseres Zentrums hier in Karlsruhe. Wir haben relativ konsequent bei den Kindern Schmerzpumpen ein, damit erst gar nicht derartige ein Schmerzgedächtnis entsteht und so weiter. Das funktioniert also ganz gut. Die Kinder tolerieren den Eingriff erstaunlich gut. Die Operationen allein reichen für ein tolles Ergebnis, wie hier zu sehen, aber nicht aus. Bereits vor der OP werden die Kinder auf den Eingriff vorbereitet. Mit Hilfe dieser Gaumenplatte wird die Muskulatur im Mundraum trainiert. Außerdem erleichtert die Platte das Trinken, was ebenso die Muskulatur stimuliert. Und auch nach der Operation sollen die Kinder so schnell wie möglich selbst trinken, damit die Muskulatur gestärkt und somit ein gutes Ergebnis erreicht werden kann. Den ersten Eingriff hat der kleine Anton gut hinter sich gebracht und kann bereits am 5. Tag nach Hause. In etwa 2 Monaten folgt die zweite OP. Bei dieser wird dann unter anderem die Lippe komplett verschlossen. In vielen Fällen haben es die Kinder heutzutage nach 2 Eingriffen geschafft. Manchmal bedarf es aber vor dem Kindergarten oder der Einschulung noch eines weiteren Eingriffs, um Korrekturen an Lippe und Nase durchzuführen. Ein weiteres wichtiges Standbein der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Städtischen Klinikum ist die zahnärztliche Implantologie. Im Jahr werden hier 500 bis 1000 Implantate gesetzt. Bei 80% der Patienten muss vor dem Eingriff zunächst der Kieferknochen aufgebaut werden. In den meisten Fällen wird dafür Knochen aus der Mundhöhle genommen oder aber vom Beckenkamm. Bei dieser Patientin hat man sich allerdings für die Kalotte entschieden. Das Kalottentransplantat, also das Schädeldach, das hat eine extrem lange Standzeit und ist sehr stabil. Und deswegen, insbesondere wenn Patienten dann auch sagen, sie möchten ungern noch an der Hüfte operiert werden oder am Becken operiert werden und dadurch immobil werden, wie bei der Patientin, sie ist 80 Jahre alt, dann nehmen wir gerne Kalottentransplantate und dadurch können wir die Oberkieferrundung auch sehr gut nachempfinden und den Oberkiefer rekonstruieren. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, wenn zu wenig Knochen vorhanden ist, ein Implantat zu setzen. Mithilfe einer 3D-Planung können die anatomischen Strukturen millimetergenau analysiert werden. Daraufhin wird eine exakte Bohrschablone erstellt. Dadurch besteht keine Gefahr, zum Beispiel wichtige Nerven zu beschädigen. Und diese Bohrschablonen geben uns ganz exakt die Implantatposition, die Implantatgröße, die Implantatlänge und die Implantattiefe vor. Und damit können wir dann die Behandlung relativ sicher durchführen. Relativ sicher bedeutet normalerweise ein Fehler von unter 1 Millimeter.
Die Behandlung von Tumoren ist eine der schwierigsten Aufgaben. Bösartige Tumore können in schnellster Zeit Gewebe und Knochen so schwer schädigen, dass wichtige Funktionen wie das Sehen, Sprechen, Schlucken, Hören und Kauen beeinträchtigt werden. Und nicht zuletzt kann dadurch das Aussehen stark betroffen sein. Bei dieser Patientin war der Tumor unter dem linken Auge so bösartig, dass er innerhalb kürzester Zeit gewachsen ist, den Augenboden erreicht hat und den Oberkiefer angefressen hat. Wir haben dann in einer relativ umfangreichen Operation den Augenboden entfernt, das Auge erhalten und das gesamte äußere Gesicht entfernt. Die Haut wurde wiederhergestellt, indem wir die Halshaut nach oben gebracht haben und zusätzlich die Halshaut mit einer Hautverpflanzung vom Rücken und der Brust wieder hergestellt haben. Wir haben dann später in einem zweiten Eingriff auch das Volumen wieder aufgefüllt. Der Augenboden und der Oberkiefer sind jetzt ersetzt durch ein Titanmesh. Sogenannte Bisphosphonate werden seit vielen Jahren zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen eingesetzt. Diese Medikamente stärken den Knochen und verhindern, dass die Therapie oder der Tumor selbst die Knochen angreift. Schlimme Knochenbrüche, zum Beispiel der Wirbelsäule, sollen so vermieden werden. Die Bisphosphonate haben aber einen Nachteil. Ausschließlich im Kiefer kommt es, weil sie die Knochendichte erhöhen, aber die Durchblutung reduzieren, sehr leicht zu Entzündungen und in deren Folge zu Kiefernekrosen. Damit es nicht dazu kommt, ist es wichtig, dass dieser Patient regelmäßig seinen Zahnarzt aufsucht und dass er keine entzündlichen Veränderungen an den Zähnen und in der Mundhöhle hat, damit dieser Knochen, der dann in der Abwehr deutlich geschwächt ist, nicht infiziert wird und es nicht zu einer Entzündung kommt, die sich dann rasant ausbreiten kann und zu diesen Kiefernekrosen führen kann. Schlimme Gesichtsverletzungen zu behandeln gehört auch zur Aufgabe der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen. Fahrradunfälle, Pferdetritte und vor allem Körperverletzungen gehören zu den Hauptursachen. Dabei sind nicht etwa die Knochenbrüche das Schlimmste, denn einmal verheilt ist davon nichts mehr zu sehen, sondern die Weichgewebsverletzungen, die oft Narben hinterlassen. Deswegen sind die Weichgewebsverletzungen, die häufig stiefmütterlich behandelt werden, für uns sehr, sehr wichtig und wir versuchen immer sofort, die Weichgewebe optimal wiederherzustellen, damit der Patient keine bleibenden Narben davonträgt. Reinhard Haupert hat zwar eine kleine Narbe an seiner Nase, die äußerlich noch an seinen schweren Fahrradunfall erinnert, doch nach 12 Tagen im Koma, einem mehrfach gebrochenen Kiefer, einer mehrfach aufgerissenen Lippe, einer fast völlig abgetrennten Nasenspitze und einem fast abgetrennten rechten Ohr ist das Ergebnis mehr als gelungen. Das Ergebnis heute ist sehr zufriedenstellend. Es hätte viel schlimmer kommen können. Ich bin dem Herrn Professor und seinem ganzen Team sehr dankbar. Auch der sogenannte Fehlbiss wird an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie korrigiert. Es gibt viele Menschen, die werden damit 70 Jahre alt und haben überhaupt keine Probleme. Aber wir sehen häufig Patienten, die durch den Fehlbiss, eine Fehlbelastung des Kiefergelenks, verursacht wird. Und die dann im Endeffekt mit Schmerzen kommen. Entweder mit Muskelschmerzen oder mit Kiefergelenkschmerzen. Und um diese zu behandeln, müsste man wieder den Biss stabilisieren. Die Schönheitschirurgie hat einen untergeordneten Stellenwert in der Klinik, ergänzt aber das breite Spektrum. Am häufigsten wird hier die Lidstraffung oder das Facelift vorgenommen. Die Patienten haben nach dem Eingriff, wie bei diesen Vorher-Nachher-Bildern zu sehen, einen viel wacheren Blick. Da es sich hierbei, wie der Name schon sagt, um eine Operation handelt, die zur optischen Verschönerung gilt, wird diese von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. 18 Jahre dauert es, bis man sich Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie nennen darf. Wenn man sich das breite Spektrum dieses Fachgebietes anschaut, wird nur allzu deutlich, warum dies so ist.